Dem stimme ich nicht zu. Es ist einfach ein Faktum, dass man neben der Arbeit auch noch etwas anderes in seinem Leben zu organisieren hat, nämlich zum Beispiel eine Familie, zum Beispiel auch Kinder. Also in einem Tourismusland wie Tirol oder in Salzburg ist es vollkommen unmöglich, dass du an einem Wochenende oder am Abend Kinderbetreuung hast. Und wenn du dort, ich weiß nicht, 12 Stunden arbeiten musst, ist mir ein vollkommenes Rätsel, was dann Menschen in diesen Branchen mit ihren Familien machen. Und das mitzudenken, dass unser Leben einfach eine Work-Life-Balance braucht und nicht nur Produktivität durch unermessliches Zurverfügungstellen von menschlichen Ressourcen erhöht wird, sondern vor allem auch durch diese Balance, würde ich mir wünschen.